Hallo liebe Was geht ab Community, ich bin's Arne. Wir haben ja letztes Jahr schon mal eine Aktion gegen Hater-Kommentare gemacht. Vielleicht erinnert ihr euch ja an Hashtag reg dich ab. Da haben wir eine ganze Woche lang allen Hate bei uns auf dem Kanal einfach gelöscht. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her, aber es gibt immer noch Trolle und Hate auch hier bei uns auf dem Kanal. Und wir, also beziehungsweise ich, haben uns nochmal Gedanken gemacht, wie man Hate und Trolle generell verhindern könnte. Ich meine, eigentlich ist die Geschichte ja ganz einfach. Kritik ist ja in Ordnung, aber Hate ist einfach nur pure Negativität. Meine Theorie, Hater gibt's nur, weil man im Internet anonym ist. Wenn man jemandem nicht ins Gesicht schauen muss, fällt es auch einfacher, jemanden zu beleidigen oder eine krasse Meinung zu vertreten, die vielleicht rassistisch oder sexistisch ist. Das ist ja auch schon wissenschaftlich untersucht worden. Es gibt in der Psychologie den Online-Enthemmungseffekt. Man scheißt einfach auf soziale Normen und Sanktionen, die es normalerweise in der Gesellschaft gibt, und haut online einfach alles raus. Ganz ehrlich, Hater benutzen das Internet doch eh nur, um ihre Frustration über sich selber und ihr trauriges Leben rauszulassen. Deswegen hier meine Idee: Wenn ihr demnächst kommentiert, dann postet doch nicht einfach anonym, sondern mit einem richtigen Foto von euch als Profilbild und mit eurem klaren Namen im Kommentar. Dann wissen wir zumindest eindeutig, mit wem wir es hier zu tun haben, so wie in echt ja auch. Und wir wissen, dass ihr das auch wirklich seid und nicht irgendwelche Bots oder so. Sich hinter so einer Anonymität im Internet zu verstecken, ist doch feige. Ich meine, Hater würden sich sowas nie trauen, wenn man ihren richtigen Namen kennt. Ich gehe mal davon aus, ihr seht das genauso. Das Internet funktioniert doch nun mal so. Und Google Plus und Facebook machen das ja auch schon. Das will doch was heißen. So können wir, das ist zumindest meine Theorie, für weniger Hate auf YouTube generell sorgen. Was haltet ihr von meiner Idee? Sollen wir das so machen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt drauf. Das war's. Bis dann.